Einen wunderschönen guten Tag. Ich gebe jetzt nachfolgend eine kleine Einweisung in die technischen Details unserer Knaus-Fahrzeuge, dargestellt in einem Knaus Sun-i 900. So, wenn wir unsere Wohnmobiltüre öffnen, wird automatisch die elektrische Einstiegsstufe ausgefahren, die beim Verschließen der Tür auch selbstständig wieder einfährt. In der Tür selber befindet sich der Schalter, um die Scheibe zu öffnen und zu schließen. Direkt neben dem Einstieg befinden sich der Verstellknopf für den Spiegel. Das ist wie ein Joystick anzusehen. Man kann ihn drehen, so wäre der linke Spiegel und so der rechte Spiegel einzustellen. Hier daneben befindet sich bei dem 900er Fahrzeug die Entleerung des Abwassertanks. Dazu muss der obere Hebel nach unten geschoben werden und dann nach unten gedrückt. Man sieht, es leuchtet rot und man hört auch, wie ein wenig Restwasser aus dem Tank herauskommt. Wieder nach oben geschaltet, geht die Lampe aus, das Ventil schließt automatisch. Bei den Fahrzeugen der 700er Serie ist dieser Schalter nicht vorhanden. Dieser Schalter hier daneben ist für unser Sonnenschutz. Einmal kurz drauf gedrückt, sehen wir, wie die Sonnenblende automatisch in die Sonnenschutzfunktion fährt. Man muss keine Angst haben, man steht nicht plötzlich komplett im Dunkeln. Wieder nach oben gedrückt, geht die Sonnenblende wieder hoch. Des Weiteren sehen wir hier den Monitor. Auf dem Monitor sehen wir zum einen die Rückfahrkamera, das linke und das rechte Kamerabild vom Spiegel. Man kann einmal hier auf die Taste Select drücken und würde dann einmal komplett nur die Rückfahrkamera sehen. Noch einmal den gleichen Knopf betätigt, springt die Kamera wieder in den Drei-Fenster-Modus. Daneben befindet sich unsere Fernbedienung für unsere Hubstützenanlage. Die Hubstützenanlage wird nur in Betrieb genommen oder darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Zum Einschalten den Ein-Aus-Knopf so lange drücken, bis die Leuchtdioden angehen und dann betätigt man den Knopf nach unten. Die Hubstützen werden jetzt ausgefahren, das Fahrzeug wird automatisch nivelliert und nach Beendigung des Zustandes, des Nivellierens, leuchtet in der Mitte die Lampe grün. Wir warten einen kurzen Moment, bis das Ganze abgeschlossen ist. Dabei ist zu beachten, dass die Handbremse nicht angezogen sein darf. Eigentlich kann man sagen, dass die Handbremse bei unseren Fahrzeugen, die alle mit Automatikgetriebe ausgestattet sind, nicht gebraucht wird, da das Fahrzeug ja immer mit der Parkposition abgestellt wird. So, wir sehen jetzt durch das Blinken der verschiedenen Leuchtdioden, dass die Hubstützenanlage am Arbeiten ist. Das Fahrzeug wird jetzt vorne angehoben. Und es sollte auch gleich soweit sein. Genau, jetzt haben wir hier in der Mitte den grünen Punkt. Das heißt, das Fahrzeug ist nivelliert und ich kann die Hubstützanlage jetzt wieder ausschalten. Das mache ich einfach, indem ich lange drücke. So ist sie aus. Wenn wir jetzt das Fahrzeug wieder ablassen möchten, um unsere Reise fortzusetzen, schalten wir die Anlage wieder ein und betätigen diesen Knopf mit Pfeil nach oben. Aber Achtung, das machen wir bitte erst, nachdem wir einmal um das Fahrzeug gegangen sind und geschaut haben, dass sich keine Gegenstände, Tiere oder Kinder
unter dem Fahrzeug befinden. Wenn ich das überprüft habe, darf ich das Fahrzeug wieder ablassen. Das geht also auch sehr, sehr schnell. Schneller als das Hochbocken. Und wenn die Hubstützen alle komplett eingefahren sind, kann ich das System dann auch wieder ausschalten. Hier sehen wir die Manometer für unsere Luftfederung, die sich auf der Hinterachse befindet. Wir haben einmal den linken Kreis und den rechten Kreis. In der Regel reichen so 1,5 Bar, die angezeigt werden. Ich kann, wenn ich da unten drücke, die Luft ablassen. Oder wenn ich den Hebel nach oben betätige, kann ich etwas mehr Druck auf die Luftbläge geben. Wir können durchaus bis 3 Bar aufpumpen. Das macht dann Sinn, wenn wir zum Beispiel auf eine Fähre fahren wollen oder eine sehr steile Auffahrt haben und vermeiden wollen, dass wir mit der Anhängerkupplung aufsetzen. Ja, also wie gesagt, sie darf niemals unter 0,5 fallen. Optimal sind 1,5. Das kann man dann individuell einstellen. Auf der linken Seite des Lenkrades sehen wir den unteren Hebel für den Tempomat. Dieser wird mit dieses Drehrings ein- und ausgeschaltet und die Geschwindigkeit kann ich durch Hoch- oder Runterdrücken entsprechend abspeichern. Oberhalb davon ist der Blinkhebel mit dem Drehschalter für unsere Beleuchtung. Zwischen dem Lenkrad einmal durchgefilmt sehen wir das ganz normale Fiat Ducato Display. Zu beachten ist, das Fahrzeug wird bei uns mit vollem Tank übergeben und wir bekommen es vom Mieter auch mit vollem Tank, mit Diesel natürlich, wieder zurück. Oberhalb befindet sich das sogenannte Head-Up Display. Auf dem Head-Up Display wird die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt, da diese oftmals im normalen Display nicht zu erkennen ist. Und zusätzlich wird bei einer eingegebenen Navigation auch in diesem kleinen Bildschirm die Navigationsanzeigen schematisch dargestellt. Bei diesem Head-Up-Display ist zu beachten, man kann es sich einstellen, indem man entweder die vordere oder die hintere Scheibe entsprechend bewegt. Und man muss es zumachen, bevor man das Hubbett benutzt, da dieses Display sonst abbrechen könnte. Unsere Fahrzeuge sind ausgestattet mit einem 9-Gang-Wandlergetriebe. Wir haben die Parkposition geschaltet, wird rechts runter in den Rückwärtsgang, neutral und dann Drive. Wenn man den Hebel noch einmal kurz nach links schiebt, wäre man im sogenannten Tiptronic-Modus. Das heißt, man kann manuell schalten. Ansonsten Automatik-Modus, neutral, rückwärts und die Parkposition. Es gibt noch zwei wichtige Details, die ich noch zeigen möchte. Zum einen haben wir hier den Bergabfahrassistent. Dieser kann und soll benutzt werden, wenn man steile Abfahrten bewältigen muss, zum Beispiel Serpentinen, dann kann man das Fahrzeug verzögern, also abbremsen, drückt diese Taste und kann sich dann mit der Motorbremse entsprechend den Berg nach unten bewegen. Das hat den Vorteil, man bringt die normalen Bremsen nicht zum Glühen. Nebenan, das ist die Traktion Plus. Traktion Plus bewirkt oder verhindert das Durchdrehen der Räder, wenn man auf einer nassen Wiese steht, wenn man auf Sand steht oder auf Eis steht. Wir haben nebenan einmal eine USB-Steckdose und einmal einen 12-Volt Zigarettenanzünder. Diese Steckdose wird nur aktiviert, wenn die Zündung eingeschaltet ist und kann dafür genutzt werden, um zum Beispiel unseren Staubsauger, der sich in der Garage befindet, in Betrieb zu nehmen. Nebenan haben wir immer noch zwei zusätzliche USB-Anschlüsse. Die sind direkt mit dem Navigationssystem gekoppelt, sodass man also dort zum einen seine Geräte laden kann oder auch Apple CarPlay bzw. die Navigationssysteme, die man auf dem Handy hat, entsprechend auf dem großen Display sich anzeigen lassen kann.
Ich möchte Ihnen jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie die Navigation gestartet wird. Falls man sich nicht im Navigationsmenü befindet, kann man entweder links unten hier auf Navigation drücken oder man benutzt entsprechend diese Taste. Um seine Zieladresse einzugeben, drückt man hier auf diese vier Striche und dann ist der Rest eigentlich auch schon selbsterklärend. Einmal auf Neue Route gehen und kann dann geführt seine Adresse eingeben, angefangen vom Land oder beim Land über die Stadt und die Straße. Wir machen das einmal testweise. Ich gebe hier mal noch die Aachener Straße ein und starte die Navigation. Jetzt ist ganz wichtig, dass man jetzt sich auf die rechte Seite konzentriert. Hier ist ein Symbol mit einem blauen Punkt. Das ist das Autobahnsymbol. So wäre Autobahn ausgeschaltet. Das heißt, es werden Autobahnen vermieden. So wäre die Autobahn gestattet. Darunter, das wäre das Symbol für die Mautstraße ausgeschaltet. Mautstraße eingeschaltet. Eins tiefer Fähre. Und ganz unten die unbefestigten Straßen, die wir mit dem Wohnmobil sowieso bitte vermeiden. Wenn ich das getan habe, drücke ich auf Ziel auswählen, sehe jetzt meine Routenplanung, kann warten, bis der Countdown runtergezählt hat oder ich drücke manuell die Taste. Ich kann jederzeit die Route auch wieder verändern oder löschen, indem ich wieder auf die vier Striche gegangen bin und wähle dann aus, was mein nächster Schritt sein soll. Ich möchte die Route jetzt abbrechen. Nochmal bestätigen. Das war's. Ich kann jederzeit hier unten über das Laufband auf das Radio zugreifen, indem ich einfach auf das entsprechende Symbol tippe und bin dann im ganz normalen Radiomodus, wo ich über die Suchfunktion oder die voreingestellten Sender abrufen kann. Ich komme jederzeit durch Drücken der Navigationstaste wieder in den Navigationsmodus zurück. Das soll es erstmal hier aus dem Führerhaus gewesen sein. Es gibt gleich noch einen zweiten Teil, wo die Technik über der Einstiegstüre vorgestellt wird. Bis gleich. Herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer kleinen technischen Einführung. Über der Tür befindet sich diese Klappe und darunter sind unsere Bedienelemente versteckt. Momentan ist alles dunkel, es schläft alles. Wir können hier drüben das große Display einmal aktivieren, indem wir auf dieses Häuschen gehen und sehen dann unser Fahrzeug abgebildet. Auf der linken Seite sehen wir die Batteriezustände. Wir können das einmal durch Tippen aufrufen und sehen dann auf der linken Seite die Starterbatterie und rechts daneben den Level unserer Aufbaubatterien. Hier oben dieses kleine Symbol mit dem Stecker zeigt uns, dass wir aktuell am Landstrom hängen und deswegen wird uns auch hier keine Restzeit angezeigt, die wir im Normalfall sehen würden. Restzeit bedeutet, es wird angezeigt, wie viele Stunden wir in dem momentanen Modus, in dem wir uns befinden, noch Strom zur Verfügung haben. Also noch einmal auf der linken Seite dieses Symbol anklicken, dann habe ich dieses Fenster. In der Mitte des Fahrzeuges wäre die Möglichkeit, die Heizungsanlage zu steuern. Wir können hier unten auf den Button drücken und können über diesen Ein-Ausschalter die Heizungsanlage einschalten und auch wieder ausschalten. Im oberen Bereich stellen wir dann unsere gewünschte Raumtemperatur ein. Kann einfach mit Pfeil nach oben, Pfeil nach unten verändert werden und über diese Return-Taste wird das Ganze bestätigt. Eine Etage tiefer können wir unsere Heizung für das Warmwasser einstellen. Und nochmal eine Ebene tiefer können wir auswählen, wollen wir mit Gas heizen, so wie jetzt. Wollen wir Gas heizen mit 1 kW Strom zusätzlich,
mit 2 kW Strom, mit 3 kW Strom? Oder wollen wir voll elektrisch heizen? Einmal 1 kW, 2 kW, 3 kW. Woher weiß ich jetzt, wie viel kW ich einstellen darf? Es ist ganz einfach. 1 kW muss eine Absicherung von mindestens 6 Ampere vorhanden sein. Bei 2 kW können es oder muss eine 10 Ampere Sicherung vorhanden sein. Und bei 3 kW sollte mindestens eine 16 Ampere Sicherung auf dem Campingplatz vorhanden sein. Das Ganze, was ich jetzt hier eingestellt habe, kann ich alternativ auch hier drüben einstellen. Also es ist einfach Geschmackssache, wie man am besten damit klarkommt. Ich würde hier einmal auf die Menütaste klicken und habe dann, wie drüben auch, die Möglichkeit, ganz oben meine Raumtemperatur festzulegen. Dann kann ich hier einmal auf 40 Grad Wassertemperatur stellen oder durch einen zweiten Druck auf 65 Grad. Die 65 Grad wähle ich dann, wenn ich weiß, dass geduscht werden soll. Dann haben wir sehr heißes Wasser, mischen kaltes dazu und haben dadurch ein viel größeres Volumen an warmem Wasser. Der Modus wird automatisch verlassen. Das heißt, er springt zurück auf 40 Grad, wenn die 65 Grad erreicht worden sind. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Strom zuzuschalten, 1, 2, 3 kW. Ich mache das mal wieder aus. Und hier unten sage ich, ich möchte mit Gas heizen, wenn es grün ist. Oder wenn es blau ist, habe ich den Gasverbrauch abgeschaltet. Die anderen Funktionen sind in der Regel nicht notwendig zu bedienen. Bei der Heizung gilt es noch eines zu beachten. Wenn wir jetzt ein kaltes Fahrzeug haben und wollen es schnell auf Wohlfühltemperatur bringen, dann bitte vorher das warme Wasser einmal komplett deaktivieren. Dann unsere Wunschtemperatur einstellen, die wir im Wohnmobil haben wollen, und mit Gas heizen. Das ist die schnellste Möglichkeit, um das Fahrzeug wirklich auf Wohlfühltemperatur zu bringen. Wenn ich das Fahrzeug verlasse bzw. außer Betrieb nehme, kann ich auch die Gasflamme ausmachen. Bei sehr kalten Temperaturen bitte einfach laufen lassen, auf 10 Grad stellen, damit der Frostwächter nicht auslöst. Hier drüben haben wir die Duo Control. Das ist also eine Überwachungseinheit für unsere Gasflaschen. Wenn wir den Kippschalter nach unten drücken und es leuchtet eine grüne Leuchtdiode, wissen wir, dass unsere erste Gasflasche noch voll ist, bzw. noch in Betrieb ist. Wenn wir den Hebel, wenn wir hier drücken und er springt auf Orange bzw. Rot, heißt das, die erste Flasche ist leer. Er hat automatisch schon auf die zweite Flasche umgeschaltet. Im Winterbetrieb können wir einmal ganz nach oben schalten, damit es so aussieht. Dann wird zusätzlich eine Heizung an den Gasflaschen eingeschaltet, damit diese nicht vereisen. So viel zum Thema Gas und Heizung. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück auf dieses Menü. Wir haben hier im Fahrzeug auch noch die Möglichkeit, unser Frontplissé zu bedienen. Das haben wir vorhin schon einmal am Fahrerplatz gemacht. Ich kann also auswählen, soll die Jalousie ganz offen sein, soll sie geschlossen sein, möchte ich den Sonnenschutz haben oder aber den Private-Modus. Das heißt, die Markise fährt einmal ganz runter, lässt oben einen Spalt offen, sodass ich rausschauen kann, aber keiner kann ins Fahrzeug hineingucken. Gehen wir wieder zurück. Und sehen hier auf der rechten Seite diese grauen Balken. Das ist das Thema Wasser. Wir haben hier einmal Frischwasser und einmal Grauwasser. Beide Tanks sind jetzt leer. Sonst würde dann, wenn die gefüllt sind, hier entsprechend grüne Balken zu sehen sein. Auch dieses Menü können wir wieder verlassen. Und schauen einmal hier oben auf diesen kleinen Wasserhahn, den wir hier sehen. Der leuchtet jetzt weiß, das heißt, die Wasserpumpe ist eingeschaltet. Wenn ich hier drauf drücke und das Symbol ist schwarz, dann ist die Wasserpumpe ausgeschaltet. Wir empfehlen beim Fahren, die Wasserpumpe immer ausgeschaltet zu lassen, also in diesem Zustand, wie sie jetzt ist, damit nicht durch ein versehentliches Öffnen des Wasserhahns unkontrolliert hier Wasser aus dem Hahn rausläuft. Ja, also noch einmal, so ist er aus.
wo ist die Pumpe an. Das soll zu diesem Menü eigentlich auch reichen. Nein, Entschuldigung, wir haben eins vergessen, natürlich das Licht. Das Licht wird aktiviert hier unten über diesen Button hier links unten in der Ecke. Ich kann hier, sehe ich alle möglichen Symbole, die ich dann auch auf den verschiedenen Lichttastern im Fahrzeug wiederfinden kann. Kurz erklärt, wir haben hier zwei Symbole für unseren Wohnbereich, Wohn- und Essbereich. Das ist die ambiente Beleuchtung, das ist die Vollbeleuchtung, also die helle Beleuchtung. Das gleiche haben wir auch im Schlafbereich. Einmal die ambiente Beleuchtung, einmal die volle Beleuchtung. Zusätzlich gibt es noch das Küchenlicht, das WC-Licht und die Nachtbeleuchtung. Nachtbeleuchtung heißt, der Einstiegsgriff und die Rundung an unseren Betten ist entsprechend beleuchtet. Ich kann über diesen Schalter auch das Licht komplett ein- und ausschalten. Als letztes zu diesem Display zeige ich noch einmal kurz diesen Schalter. Das ist der untere. Das ist das Knöpfchen, womit ich das gesamte Fahrzeug stromlos machen kann. Das heißt, dort werden keine 12 Volt Verbraucher mehr versorgt. Soll heißen, alle Lampen sind aus, die SAT-Anlage ist aus, der Fernseher, bzw. die Fernseher sind aus. Was davon nicht betroffen ist, natürlich, ist der Kühlschrank. Der läuft weiter, egal ob über Strom oder über Gas. Hier befindet sich noch ein Schalter, der mit 1, 0 und 2 gekennzeichnet ist. Dieser Schalter ist für unsere Bewegungsmelderleuchte über der Tür außen. Wenn ich die auf 1 stelle, habe ich den Bewegungsmelder aktiviert, 0 ist aus und 2 wäre Dauerbeleuchtung. So, das war unser kleiner Exkurs in die Technik. Das heißt, wir haben jetzt vorgestellt das Cockpit und die Heizungstechnik. Wenn noch Fragen sein sollten, die Handbücher sind im Auto vorhanden, stecken in der Fahrertür oder einfach zum Telefon greifen. Wir sind immer nur einen Anruf weit entfernt. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Urlaub. Tschüss!